Du hast keine Lust, zu sagen, was du auf dem Kanal machst. Boah, doch Videos. Ja, aber was für Videos? Ach du Scheiße, was bringt für Videos? Trove. Das weiß er selber nicht. Minecraft. League of Legends. League of Legends, Alter. GTA 5 noch. Ja, okay, GTA 5, mega nice. Black Ops 2 kommt auch noch. Ey, ohne Witz, ich hab Bock, und das sage ich ehrlich, MW2 zu zocken. Ich hab so einen Bock drauf. Willst du mitmachen? Hallo? Ja? Hast du zugehört? Du hast Bock, MW2 zu zocken. Ja, und ich habe gefragt, willst du mitmachen? Aber ich habe kein MW2. Ja, ich auch nicht, ich kauf's mir deswegen. Ich habe BO2, Alter. Oder wenn ich CS anfange zu zocken. CS, also. Counter-Strike. Ja, ich. CSGO. Weiß ich doch. Ja, hast du? Hatte ich. Ah, hattest du, ja super. Dann lad sie wieder runter oder so und dann zocken wir gemeinsam, ja. Vor allem, ich habe noch einen Kumpel, der macht auch noch mit. Alter, wir haben einen schönen richtigen Dreier. Und dann, Alter, sag ich dir, ey, dann wird nicht nur den Mädels das Höschen feucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh Mann, das Niveau sinkt drastisch. Oh Mann, auf jeden Fall. Minecraft, PvP und mehr. Ja. Hast du eine Idee, wie ich ein Gewinnspiel machen könnte? Nee. Schade, weil ich habe was zum Verlosen, aber habe keinen Plan, wie ich mein Gewinnspiel machen soll. Keine Ahnung. Hast du da keine Idee? Keine Ahnung. Nee. Also wie meinst du verlosen halt jetzt? Die Sache verlosen oder? Genau, ich will ein Game verlosen. Ja, dann. Genau, aber ich weiß halt nicht, wie ich das Gewinnspiel dafür machen soll. Also zum Beispiel, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, was ich. Siehst du, ich habe nicht mal eine Idee, wie ich das machen soll. Mach doch so, wie die meisten das machen. Ja, wie machen die meisten? Einfach irgendwie eine Game-Aufnahme oder so, dann was labern oder irgendwie so ein Bild machen einfach. Hä, wie meinst du das jetzt mit? Ja, einfach so ein Bild machen, wo dann das und das steht da. Gewinnspiel also. Und das und das oder ein Video darüber. Ach so, okay. Ja. Yeah. Du weißt, wie ich meine, wa? Ja, jetzt weiß ich, wie du meinst. Wird aber ein bisschen schwer. Außer man hat sehr viel Fantasie. Wenn die Leute das versuchen, mal zu würden. Ja. Ja, für das Bild, dann warte. Nicht so schwer, so ein Bild zu machen. Nee, weil ich will, ich möchte GTA 4 verlosen für den PC. Ja. Genau. Ist doch nicht so schwer dafür so ein Bild zu machen. Ja, aber wie soll das Bild aussehen oder wie sollen die es kombinieren mit irgendwas oder so? Na, nur ich kann dir wohl eins machen, wenn du eins brauchst. Nein, ich brauch doch jetzt kein. Nee, wenn du irgendwann eins brauchst dafür oder so. Das ist doch das Gewinnspiel, das sollen die doch denn machen. Was wer mitmachen möchte denn? Und welches Bild mich, ach so, ja, zum Beispiel, die meinen einfach ein Bild
Aber die müssen es halt malen auf Blatt und das da, davon ein Foto machen und bei mir auf der Facebook Seite posten. Und welches mich am meisten zum Lachen bringt, kriegt denn gewinnt denn sozusagen. Läuft, oder? Ja, ich glaube, da muss ich mitmachen, ey. Dann mal ich was ganz Schönes. Boah, anfängst du lachen. Panama. Oh, Alter, das ist schon. Oh Mann. Es war schon komisch, abends einfach mal so einen fetten Lachkrampf zu kriegen. Wenn du was? Vor allem, wer war da noch alles, ey? Ja, abends so einen fetten Lachkrampf zu kriegen. Wie von was nochmal? Nochmal. Muss deutlich von Banner machen, abends so einen Lachkrampf zu kriegen, Alter. Bock. Ja. Ich krieg sowas halt hin. Ja, ich auch. Du bist der Erste gewesen, der angefangen hat zu lachen. Wann? Bei Banner mache. Ja. Ich hab angefangen. Und Laura kam mit der. Ja. Und dann du auch. Und dann kam der andere Daniel noch hinterher. Ja, ja, vergib mir weg mit dem, ey. Boah, da habe ich noch so eine eklige Geschichte, aber erzähl ich dir später. Er hat ein Penisbild geschickt. Ich weiß. Ja, das hast du nämlich von mir, weil ich hab's dir auch geschickt. Damit ich hab es von Laura bekommen. Oder Laura hat sie geschickt, weil ich sie Laura geschickt habe, damit ihr alle den blockiert, ey. Hat er dir das geschickt, oder? Nee, er hat es an Kim geschickt, du weißt doch noch, wer Kim ist. Nee. Ja, egal, ihr habt mal miteinander auch geredet. Da war ich auch. Ja, genau, okay. Genau. Und sie hat ihn verarscht, weil ich ihr geholfen habe dabei, ne? So, weil es geht ja gar nicht, wie der abgegangen ist. der war so widerlich, wir haben das schon aufgelöst und so. Und er hat ja trotzdem noch ein Schwanzbild von ihm geschickt. Vor allem später dann, als wir sagen, hallo, das können wir veröffentlichen, jetzt sagt er, das bin ich doch gar nicht, obwohl man sein Gesicht deutlich sieht. Ja, in so einem hohen Winkel hat er es gemacht. Er lag übrigens, aber mehr wie ich. Ja, ich weiß. Was für ein Vollidiot, ey. Ein Kumpel von mir hat das Bild auch gesehen. Ich sag dir, das Bild geht um die Welt. Das Bild geht um die Welt. Dann habe ich noch seine Telefonnummer veröffentlicht. In einem Video von mir. Ja? 20-sekündige Pause, wo währenddessen die Nummer auf schwarzem Hintergrund weiß eingeblendet wurde. So muss das. Hä? Vielleicht hat er eine neue Freundin dadurch gefunden. Nee, aber er hat mich letztens angerufen, ne? Okay. Und dann. So, na, wie geht's? Ja, ganz gut. Und dir? Gut, wollen wir zocken? Wollen wir aufnehmen? Ne, ich nehme mit keinen auf, der so ein scheiß Mikrofon hat wie du. Ja, das ist doch gar nicht scheiße. War am Rauschen, als jetzt meine Webcam-Kamera besser. Oh, krass, ey. Mega hart, ey. Das ist Bullshit. Hab ich denn einen Rauschen? Wenn ich rede? Nee, ne? Nee. Okay. Nee. Hast du Headset? Ja, ne? Ja. Okay. Bald aber nicht mehr. Headset, er auch so ein... Bald nicht mehr. Bald habe ich ein Rode Broadcast oder ein Rode RTN1A. Wer? Ich hab bald so du? Eins. Rode NTR1. Rode NTR1A. Ja, das hole ich mir auch. Entweder
Nehme ich das oder Rode Broadcast? Oder Podcast, oder wie man es auch nennen möchte. Das NT. Ich krieg das Rode zu Weihnachten noch. Und eine Rocket Maus. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Ich frag mich, ob das so funktioniert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, ist natürlich voll scheiße. Aber ich glaube, es müsste funktionieren. Ach, egal. Was denn? Immer diese Lappen in 1 gegen 1. Ah. Ja, ja. Lappen sind richtige Lappen. Ja, der versucht mit dem Bogen abzuschießen und trifft nicht. Das sind Unterlappen. Merkt ihr das, ey? Hab ich mir schon gemerkt. Das sind nicht Lappen, das ist noch zu gut für die. Das sind Unterlappen. 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 Toilettenlappen. Nee, Unterlappen. Lassen wir es bei Unterlappen. Unterlappen. Unterlappige Lappen. Unterlappige Lappen. Der war gut, ey. Der war richtig gut, ey. Es ist nur die Wahrheit. Es ist nur die Wahrheit. Unterlappige Unterlappen, ey. Mir ist nichts anderes eingefallen, okay, das zählt nicht. Vor mir ist heute aufgefallen, ne, wo ich bei meiner Cousine im Auto saß, ne, weil wir zu meinem Vater gefahren sind, Schlüssel fürs Haus holen. Ja. Das ist das iPhone 6 und das Samsung Galaxy 6 von unten genau gleich aussehen und von der Seite. Okay. Ich dachte erst, die hat ein iPhone bekommen. Ach so, und die hat kein iPhone bekommen. Nee, von Samsung. Ich dachte schon, wo ist der Zusammenhang? Hallo, kommst du noch Zusammenhang? Zusammenhang? Hallo? Lebst du noch? Nee. Ich bin aus Aro 3 ausgeschieden. Was? Ich bin aus Aro 3 ausgeschieden, Mann. Du? Ja. Oh. Warst du. Nee, du bist ja nicht dabei, als ob du dabei bist. Doch, war ich. Kannst du Eier lutschen, du warst nicht dabei. Ja, aber ich bin im anderen Projekt dabei, was fast genauso ist wie Varo. Ja, ich finde das alles nur fake, was die anderen machen, weil die anderen machen das ja danach. Ah, ich bin jetzt bei so einem Projekt dabei. Stahl. Am 24. Klug, dass sie später starten als das wirkliche Varo, denn so können sie ja noch nach den Plugins arbeiten, was das Varo echte hat, weil man da ja schon in den Start gesehen hat. Sehr schlau. Ja. Ja. Vor allem, ich habe das Thumbnail und alles schon fertig seit letztem Monat. Letzten Monat habe ich 3 Thumbs gemacht für das Projekt. Nur 3? Ja, für mich. Ne, eigentlich 4. Ja, 4. Noch eins von Kollegen. Oh, hast du ja viel gemacht. Da mache ich ja voll wenig im Gegensatz zu dir. Ja. Du weißt aber, dass es gerade übertriebenst 100 ironisch gemeint war. Ja, weiß ich. Okay, gut. Das weiß ich, Mann. Das weiß ich. Stell dir vor. Guck mal, der ist echt schlau, der Junge. Ich mag ihn. Er ist korrekt. Schaut mal bei ihm auf seinem Kanal vorbei. Irgendwann mal. Im nächsten Jahrzehnt so. Ja, genau. Ich weiß, worüber wir reden können. Pro 7, Alter. Da laufen so
geile Sendungen momentan, so diese, na, wie heißt das hier, Molly und Mike und so eine Kacke. Ich feier das, es ist übertrieben lustig.